Was ist denn mit Henrik? Abgehauen. Kaum, dass die Ärzte bestätigt haben, dass er nicht in Lebensgefahr ist, ist er auf und davon. Wohin? Vor einer halben Stunde kam er mit dem Taxi nach Hause. Ich wollte nur noch seine restlichen Sachen holen. Heißt das, es ist alles in Ordnung? Wohl kaum. Er hat einen schweren Kreislaufkollaps. Ein ernstes Warnzeichen, sagen die Ärzte. Ja, aber dann muss er sich doch behandeln lassen. Du kennst doch Papa. Der hat sich doch noch nie um seine Gesundheit gekümmert. Vielleicht kannst du ihn ja zur Vernunft bringen. Was ist denn los? Ach, je älter Henrik wird, desto unvernünftiger wird er. Ich mache mir solche Sorgen. Wo ist er? Ich habe ihn ins Bett gesteckt und ihm gesagt, dass ich nie wieder ein Wort mit ihm rede, wenn er es wagen sollte, heute noch einmal aufzustehen. Aber ich darf zu ihm, ja? Aber natürlich. Aber lass dich erst noch einmal umarmen. Dass du gekommen bist, ach, wunderbar. Helene, willst du mich schon wieder kontrollieren? Du hast Besuch, Henrik. Aber bitte nicht schon wieder einer von diesen Quacksalbern. Michael! Mein Gott, was für eine Überraschung. Hallo, Henrik. Ich freue mich, Michael. Helene, bring uns zwei Kaffee, aber schön stark und mit viel Zucker. Ich bring dir einen Tee, schön schwach und ohne Zucker. Michael, sie ist schlimmer als die Ärzte im Krankenhaus. Sie meint es doch nur gut mit dir. Weiß ich ja. Aber jetzt erzähl von Hamburg. Ich gehe schon. Hallo, Anna Merkesen. Hallo, Anna, ich bin's, Mama. Hallo, Mama. Das ist aber eine Überraschung. Wie geht's dir? Danke. Und dir? Gut, wir sind im Packen. Nächsten Dienstag werden die Sachen abgeholt. Und sonst? Ist alles in Ordnung? Ja. Wieso? Was ist los? Warum fragst du? Deinem Vater geht es nicht gut. Ah ja? Und? Er wird am Samstag 75. Ja, ich weiß. Ihr habt euch 20 Jahre nicht gesehen. Er ist ja auch nie mitgekommen, wenn du mich besucht hast. Oh, Papa ist ein alter Dickschädel, das weißt du doch. Aber glaub mir, du fehlst ihm. Kannst du dir nicht einen Ruck geben und herkommen? Also Mama, wie stellst du dir das vor? Wir sind mitten im Umzug. Naja. Du musst deine eigene Entscheidung treffen. Aber ich möchte dir nur sagen, wenn du nicht bald kommst, könnte es vielleicht zu spät sein. Mach's gut, meine Kleine. Ja, Mama. So. Familienprobleme? Die tauchen immer dann auf, wenn man sie am wenigsten brauchen kann. Wie läuft deine Tierarztpraxis? Ach du, oft habe ich mehr zu tun, als mir eigentlich lieb ist. Aber da bist du nicht der Einzige. Pass mal auf. Was sagst du dazu? Was ist das? Mein neuestes Projekt. Ich will mir endlich meinen alten Traum erfüllen und eine Tierklinik bauen. Und es wird die modernste Tierklinik in ganz Skandinavien. Mutest du dir da nicht ein bisschen zu viel zu? Du hattest gerade einen Kreislaufkollaps. Ach, was? Wahrscheinlich hat die nur zu viel gegessen. Ich glaube kaum, dass das der Grund ist. Und Henrik, du bist keine 20 mehr. So eine Klinik fordert... Na was denn? Kraft, Enthusiasmus, Durchhaltevermögen. Traust du mir das nicht mehr zu? Ja, natürlich traue ich dir das zu. Michael... Wenn ich aufhöre zu arbeiten, dann sterbe ich. Ich werde jetzt ein paar Tage ausruhen, habe ich Helene auch versprochen.
Aber die Tierklinik, die werde ich bauen und da wird mich niemand daran hindern. Vielleicht suche ich mir eine Hilfe. Einen fähigen Tierarzt, der später mal mein Nachfolger wird. Nein, Henrik, ich kann in Hamburg nicht alles aufgeben. Michael, seit wir uns kennen, kommst du jedes Jahr her. Du sprichst unsere Sprache. Du gehörst fast zur Familie. Dein wirkliches Zuhause? Entschuldige. Dein wirkliches Zuhause, das ist hier bei uns. Oh, du möchtest dich an dein Auto, nicht wahr? Ja. Das ist im Moment nicht so einfach. Ich habe die Wollproben für meine neue Kollektion hier untergebracht. Deine Kollektion? Selbst gestrickt? Selbst entworfen. Oh, alle Achtung. Dir würde so einer bestimmt auch gut stehen. Du bekommst einen von mir. Ach, Rinka. Nein, keine Sorge, ich kann es mir leisten. Die Geschäfte laufen gut an. Das freut mich. Es tut mir wirklich leid. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du so schnell wiederkommst. Hast du schon mit Papa geredet? Ja, er hat mir ja von seinen Plänen für die Tierklinik erzählt. Und, was sagst du dazu? Mir wäre es lieber, er würde einen Gang zurückschalten. Das wird wohl nicht mehr gehen, jetzt wo er das passende Grundstück gekauft hat. Er hat schon das Grundstück gekauft? Ja, gleich hier beim Haus. Willst du sehen? Ja. Komm, wir gehen schnell hin. Toller Blick, nicht wahr? Dir gefällt die Vorstellung nicht, dass Papa hier eine Klinik bauen möchte, oder? Ich frage mich, warum er sich in seinem Alter sowas noch antun will. Ich glaube, er läuft davon. Wovor? Vor der Erinnerung. Er spricht in letzter Zeit viel von der Vergangenheit und guckt sich alte Familienalben an. Ihm fehlt... Anna. Ja. Je älter er wird, desto trauriger macht es ihn, dass er eine Tochter verloren hat. Er hat deine Schwester seit damals nicht wiedergesehen. Nein. Michael. Hallo, Ingmar. Du bist wegen Henrik hier? Ja. Hoffentlich geht es ihm bald wieder besser. Er muss lernen, sein Alter zu akzeptieren. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Für ihn jedenfalls nicht. Das ist für uns alle nicht so einfach. Wie lange bleibst du? Ich fahre am Wochenende zum Fischen. So lange kann ich leider nicht bleiben, aber ich komme bald wieder, 4 Wochen wie immer. Dann fahren wir zusammen raus. Darauf freue ich mich das ganze Jahr. Ja, schön lächeln. Könntest du ihre Hand nehmen? Inga, Telefon für dich. Inga Bergesen? Ja? Ach, tatsächlich. Hören Sie, ich habe im Moment zu tun. Kann ich Sie vielleicht nachher zurückrufen? Vielen Dank, bis dann. Danke. Das war ein Maklerbüro in Oslo? Ja, als ich eben dran ging, dachte die Dame, du wärst am Apparat. Sie hat von Büroräumen in Oslo gesprochen, nachdem du dich erkundigt hattest. Ja. Willst du von hier wegziehen? Naja, ich... Komm, sei ehrlich, Inga. Es tut mir leid, Mama, ich wollte es euch erst nach Papas Geburtstag erzählen. Ist schon in Ordnung, ich verstehe dich ja. Du bist mir nicht böse? Ach, was? Ich bin doch auch irgendwann mal von zu Hause weggegangen. Das ist der Lauf der Dinge. Schäfer? Hallo Michael. Hallo Ulrike. Du, Moment, ich halte noch was an. Ja? Wieso bist du so überstürzt abgereist? Du, Henrik ging es ganz schlecht, da musste ich sofort herkommen. Komm, du weißt doch, dass er für mich wie ein Vater ist. Ja, das stimmt. Schade, dass du nicht zu Hause warst, Ulrike. Ich hätte dich gern mitgenommen. Aber ich kenne Henrik doch gar nicht. Nein, aber du solltest ihn endlich kennenlernen. Und wenn du wüsstest, wie schön es hier ist. Ich bin mehr der Palmentyp. Aber hier gibt es andere Dinge. Was denn? Das Licht zum Beispiel. Wenn es in Hamburg schon dunkel ist, dann scheint hier noch die Mitternachtssonne. Hast du keine Lust nachzukommen? Offen gesagt, nein. Schade.
Weißt du eigentlich, wann wir uns das letzte Mal Zeit für uns genommen haben? Du, das ist eine Ewigkeit her. Du, entschuldige bitte. Lass uns drüber reden, wenn du wieder hier bist. Du kommst doch morgen Abend zurück, oder? Ja. Gut, dann also bis morgen. Ja. Bis morgen dann. Michael? Ja. Ach, da bist du ja. Komm, lass uns essen. Gern. Ich will mir noch rasch die Hände waschen. Gut, ich habe dein Zimmer schon gerichtet. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viele Umstände gemacht. Für diese eine Nacht. Soll das heißen, du willst morgen schon wieder abreisen? Helene, ich muss. Nein, das geht nicht. Du musst zu Henriks Geburtstag bleiben. Er wird 75. Kannst du deine Termine nicht verschieben? Wer weiß, wie viele Geburtstage wir noch mit ihm feiern werden. Also schön. Ich bleibe. Danke. Michael? Ja? Oh, Entschuldigung. Da ist ein Patient vor der Praxis. Könntest du mal nach ihm sehen? Ja, natürlich. Na, kann ich dir helfen? Ist Dr. Bergesen nicht da? Nein, ich vertrete ihn heute. Bist du denn auch Tierarzt? Ja. Was fehlt denn deinem Hund? Hector ist angefahren worden. Ja, dann wollen wir uns Hector mal näher ansehen. Komm. Du hast ihn gut gefüttert. Wie heißt du denn? Sven, Ole, Erik. Und du? Michael. Hast du dann nur einen Namen? Ja. Sind deine Eltern nicht mehr eingefallen? So schlimm. So, gönn dem Hector noch ein bisschen Ruhe daheim und in 3 Tagen schaust du noch mal vorbei, ja? Ja. Bist du dann auch noch da? Nein, dann ist Dr. Bergesen wieder zurück. Oh, schade. Mach's gut, Sven, Ole, Erik. Du auch, Michael. Hallo, Knut. Hier ist Henrik. Hast du einen Moment Zeit? Ja, ja, es geht um das Geld für meine Klinik. Also pass mal auf, das Gelände habe ich und der Architekt will... Entschuldige, ich rufe dich später. Na, mein Schatz? Wie fühlst du dich? Naja, wie man sich eben als Gefangener im eigenen Hause fühlt. Gefangener. Entschuldige, mein Schatz, ich hab's nicht böse gemeint. Übermorgen wollen wir deinen Geburtstag feiern. Da musst du fit sein. Ich bin fit, Helene. Nein, das bist du nicht. Also pass mal auf. Ich bin vielleicht ein bisschen angeschlagen, aber ich bin noch nicht tot. Gott sei Dank, Henrik. Nach 44 Jahren könnte ich mein Leben ohne dich nämlich nicht mehr vorstellen. Du hast noch immer dieselben strahlenden Augen wie damals, als wir uns kennenlernten. Ich glaube, langsam wird es Zeit für eine Brille. Hm? Unsinn. Was ist denn das? Also, wie kommt jetzt das Telefon dahin? Ich glaube, es bittet mich darum, es abzuschalten und mitzunehmen. Helene, Helene, bitte, einen Anruf, einen einzigen, bitte. Tut mir leid. Bei mir dürfen Gefangene nur bei guter Führung telefonieren. Liebe Freunde, liebe Familie, lieber Henrik, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue, dass ich heute hier unter euch sein darf. Dir, lieber Henrik, zu deinem Geburtstag alles, alles Gute. Und ich möchte... Ich möchte mich bei dir und
deiner lieben Frau noch einmal recht herzlich dafür bedanken, dass ich... Sie ist es. Anna! Meine Tochter. Du hast es nicht vergessen. Strelitzien. Aber ich kenne niemanden, der so ausgefallene Lieblingsblumen hat wie du. Anna! Hast du gewusst, dass sie kommt? Nein. Macht es dir was aus, dass sie da ist? Nein, nein, nein. Es ist nur so überraschend. Mein Mädchen. Mama, alles okay? Ja, ja, ja. Komm gleich wieder. Anna! Hallo. Schön. Komm. Michael? Ich bin überrascht, ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Tja, bis heute Morgen war ich auch noch nicht sicher, ob ich überhaupt kommen soll, aber Mama sagte, dass es Papa nicht so gut geht. Und du musst dich nicht dafür entschuldigen, dass du hier bist. Hier hat sich überhaupt nichts verändert. Dafür hast du dich verändert. Ah ja, wirklich? Du bist noch schöner geworden. Ich vermute, es geht dir gut. Ja. Lebst du immer noch in München? Noch. In ein paar Tagen ziehen wir in die USA. Wir? Thomas und ich. Ach, Anna. Papa ist so selig, dass du gekommen bist. Und warum hast du Thomas nicht mitgebracht? Der packt schon für unseren Umzug. Gib's zu, du hattest Angst, dass er deiner kleinen Schwester verfallen könnte. Ich will in die Küche, kommst du mit? Ich glaube, ich sehe Gespenster. Anna! Oh, Wendy, ich habe mich so auf dich gefreut. Und ich erst. Schick siehst du aus. Aber du hast abgenommen. Ja, ein bisschen. Und du siehst blass aus. Das macht sicher die Aufregung. Na, hoffentlich. Ja. Sag mal, wie lange warst du jetzt nicht zu Hause? 20 Jahre. Aber jetzt bist du da. Und alles ist wieder gut. Mein Lieblingspudding. Komm, das ist mein Engel. Ja. Damit du wieder ein bisschen Farbe im Gesicht bekommst. Sag, sag. Ach, da seid ihr. Komm, Inga, setz dich dazu. Achtung. Und noch eins. Mit Pudding. So, und jetzt mache ich noch ein Bild von euch drei. Ja, gut. So. So. Und lächeln. Und jetzt fotografiere ich euch. Komm, Inga, setz dich. So. So. Also, freundlich. Hallo, Henrik. Hallo, Knut. Entschuldige. Alles, alles Gute. Danke. Du, pass mal auf. Die Zeichnungen für die Tierklinik sind fertig. Der Architekt will die zweite Rate. Ich komme morgen früh zu dir ins Büro. Ach, kann man den Termin verschieben? Nee, du, ich habe dem Architekten die Zahlung zugesagt. Wieso verschieben? Henrik, ich muss dir was sagen. Es geht um meinen Vater. Du hast ihm jahrelang dein Geld anvertraut. Ja, ich habe niemanden im Leben so vertraut wie ihm. Die Firma war seit Jahren in Schwierigkeiten. Und er hat versucht, das durch Spekulationsgeschäfte aufzufangen. Was willst du denn damit sagen? Es ist ein Fass ohne Boden. Um Gottes Willen. Henrik, gib mir noch ein bisschen Zeit. Ich versuche zu retten, was zu retten ist. Da bist du. Ganz allein? Ich brauchte einen Augenblick Ruhe. So, na, dann störe ich dich vielleicht. Aber komm rein. Geht's dir nicht gut? Bisschen flau. Möchtest du was trinken? Nein, danke.
Es hat dich überrascht, dass Michael auch hier ist, nicht wahr? Ja. Michael ist bei all unseren Festen dabei. Schön, dass ihr euch noch so gut versteht. Warum hast du ihn sitzen lassen vor der Hochzeit? Warum bist du weggelaufen? Ich bin nicht weggelaufen. Ich bin nur meinen eigenen Weg gegangen. Und? Bist du glücklich geworden? Ich bin nicht unglücklich. Wie lange wirst du bleiben? Ich weiß es nicht. Wir sind mitten im Umzug. Zum wievielten Mal? Ach, mein Gott, Papa. Ich weiß, dass du das nicht verstehen kannst. Aber ich bin eben nicht so wie du. Entschuldige, Michael, ein Notfall. Ist was mit Henrik? Nein. Eine Stute von Nansens hat eine Kolik. Wenn du dich nicht kümmerst, wird Henrik es tun. Und er soll sich doch schonen. Bin schon unterwegs. Sag mal, was machst du denn schon so früh? Kannst du nicht schlafen? Setz dich in deinen Sessel und lies die Zeitung. Morgen, wo muss ich hin? Morgen. Zu den Nansens. Kurz nach Uckel und rechts und dann in den Ja, ich weiß, wo das ist. Ich komme mit. Ab in deinen Sessel. Da kann man nichts machen, sie ist hier der Chef. Bis später. Ja. Ohne dich zu verabschieden. Ach, weißt du, ich wollte uns allen den Abschied ersparen. Liegt es an mir, dass du so schnell wieder wegfährst? Nein. Jana, was ist denn los? Nichts, Michael, nichts. Das ist alles in Ordnung. Es war schön, dich zu sehen. Ja. Es war auch schön, dich zu sehen. Michael, ich wollte dir damals nicht wehtun. Ich konnte nur nicht mehr bleiben. Ich musste weg. Warum? Anna, wenn du mir damals gesagt hättest, dass du aufgehört hast, mich zu lieben, das wäre schwer gewesen, aber ich hätte wenigstens gewusst, warum. Nein, es hatte nichts mit dir zu tun, wirklich nicht. Denkst du manchmal an die Zeit zurück? Natürlich. Und was fühlst du dabei? Bitte.
Weißt du, was ich dabei fühle? Ich hab nicht. Eine große Sehnsucht. Nach der Lebensfreude, die du mir ausgestrahlt hast, nach deinem Lachen, deinem Temperament, deinem grenzenlosen Optimismus. Michael, ich muss jetzt gehen. Wiedersehen. Anna? Es tut mir leid, aber ich kann nicht bleiben. Ich liebe euch, Anna. Können Sie hier auf mich warten? So, Solveig hat vor ein paar Wochen ein Fohlen bekommen. Wo ist das Fohlen jetzt? Draußen, wir mussten die beiden trennen. Sie hat solche Schmerzanfälle, dass wir Angst um das Kleine hatten. Oje. Ja, dann wollen wir mal sehen. Na, Solveig. Wir kennen uns noch nicht. Aber keine Sorge, das kriegen wir schon wieder hin. So, jetzt lass dich mal anschauen. Wo tut's dir denn weh? Sag's mir mal. Komm hin, zeig mal. Na, bleib mal da, komm, bleib da. Bleib schön hier. So bist du brav. Ganz brav. Gibst du mir bitte mal das Stethoskop? Sicher. Christina, du wagst es, hierher zu kommen? Bitte bleib stehen, Christina, lass uns reden. Hast du uns nicht schon genug Unglück gebracht? Wie ich euch um eure Pferde beneide. Naja, besonders elegant sind sie nicht gerade. Aber dafür sind sie urwüchsig und kraftvoll. Sie kommen den Wildpferden am nächsten. Vielleicht könnte man sie ja zurückkreuzen. Du willst Urpferde züchten? Warum nicht? Das wäre allerdings eine Lebensaufgabe. Ja, das wäre wohl eine Lebensaufgabe. Eine kleine Stärkung. Oh. Was für ein Glück, Michael, dass du gerade bei Hendrik bist. Der nächste Tierarzt ist über 50 Kilometer weit weg. Wie geht's, Hendrik? Ach, wenn er ein bisschen auf sich aufpasst, ist er bald wieder der Alte. Und so lange bleibst du hier? Als Vertreter? Du großer Gott, ich hab doch meine eigene Praxis. Stimmt es eigentlich, dass Anna wieder da ist? Ja. Und ist es ein Zufall, dass ihr beide zur gleichen Zeit da seid? Rita, das geht uns nichts an. Wieso denn? Ihr wart so ein schönes Paar damals. Vielleicht könnt ihr ja wieder zusammenkommen. Hallo? Ich bin's. Ja. Hallo, Thomas. Bist du schon auf dem Rückweg? Ja. Gott sei Dank. Die Reederei hat nämlich angerufen. Wir wollen unsere Sachen schon morgen abholen. Dein Schuhschrank und diese Ablage hier, sollen wir die auch mitnehmen? Anna? Ist noch dran? Hallo? Was? Hörst du mir überhaupt zu? Ja. Ja, Entschuldigung. Na gut. Können wir auch alles heute Abend besprechen. Also, mach's gut. Lassen Sie mich hier bitte aussteigen. Wollten Sie nicht zum Flughafen? Was? Ah, nein, im Moment nicht.
Okay. Hallo Knut. Hallo Henrik. Hallo. Warte, ich mach den Stuhl frei. Knut, tu mir einen Gefallen, behandle mich nicht wie einen alten Mann. Das machen sie bei mir zu Hause schon. Weißt du eigentlich, wie lange dein Vater und ich miteinander befreundet waren? Fast 70 Jahre. Man hat immer sehr gut von dir gesprochen. Er war ein wunderbarer Mensch. Ja. Aber am Ende seines Lebens offenbar kein so guter Geschäftsmann. Ihr zieht um, hm? Ja, wir müssen uns verkleinern. Läuft nicht gut. Nee, und es wird auch noch dauern, bis ich die Firma wieder in schwarzen Zahlen habe. Wie lange? Wenn alles gut geht, 3-4 Jahre. Kannst du noch so lange warten? Ist verdammt lange für einen Mann in meinem Alter. Ich weiß einfach nicht, wie ich es schneller hinkriegen soll. Setz dich doch ein bisschen zu Henrik Bergesen, du hast doch nicht etwa... Ein Glas, Helene. Es war ein Glas. Und weißt du was? Es hat wunderbar geschmeckt. Du weißt doch, was dein Arzt dazu sagt. Ja, aber ich bin 75 und mein Arzt ist 52. Und der wird wahrscheinlich mit 53 an Enthaltsamkeit sterben. Du bist unmöglich. Pass mal auf. Pass mal auf. Ich hab mir gerade was überlegt. Willst du noch eine zweite Klinik bauen? Ach, Unsinn. Nein, ich habe mir ganz im Ernst überlegt, ob wir beide nicht hier einfach weggehen sollten. Weggehen? Von hier? Ja. Wir verkaufen alles und dann fahren wir um die Welt. Mit dem Kreuzfahrtschiff oder vielleicht mit dem Bananendampfer. Sag mal ehrlich, war es wirklich nur ein Glas oder hast du Fieber? Du stell dir doch mal vor, du und ich in New York oder auf einer Insel in der Südsee, wie Adam und Eva. Kannst du es nicht vorstellen? Natürlich kann ich mir das vorstellen. Und mir wird ganz übel bei dem Gedanken. Vielleicht ist das alles nur eine Frage des Mutes, hm? Vielleicht. Vielleicht habe ich zu wenig davon. Was würdest du davon halten, wenn wir beide uns jetzt ein bisschen Mut antrinken? Untersteh dich. Michael. Wolltest du nicht schon auf dem Weg nach München sein? Ja, eigentlich schon, aber wieso hast du gewusst, dass ich hier bin? Oh mein Gott. Keine Sorge, es ist noch alles drin. Setz dich doch. Gefällt dir dein Leben in München? Bist du glücklich? Bist du's? Ich bin gesund, ich habe einen wunderbaren Beruf, ich habe viele Freunde. Eine Frau? Ich bin nicht verheiratet. Aber es gibt jemanden. Ja. Genau wie bei dir. Ist das... Das ist der, den du mir damals geschenkt hast. Dass du den auch hast. Er hat mich immer begleitet auf all meinen Reisen. Weißt du was, Anna? Wir stehlen uns einen Tag. Was meinst du damit? Wir holen uns ein Boot und fahren ein bisschen raus, so wie damals. Und danach lade ich dich ein. Wohin? In Bengt Larsens Restaurant. Das existiert noch. Letztes Jahr hat es noch existiert. Möchtest du mal ans Ruder?
Was? Nein, du, Michael, ich bin seit Ewigkeit nicht mehr Boot gefahren. Keine Ausrede, sowas verlernt man nicht. Inga? Ja? Hast du Zeit für mich? Natürlich. Lass uns einen Spaziergang machen. Ich muss mit dir über deinen Vater reden. Geht's ihm wieder schlechter? Im Gegenteil. Ihm geht's anscheinend so gut. Ich glaube, er verliert so langsam den Verstand. Was hat er getan? Gar nichts. Er überlegt nur, ob er mit mir nach New York gehen soll. Nach New York? Ja. Oder auf eine kleine Insel in der Südsee, wie Adam und Eva. Das ist nicht dein Ernst. Er will sich mit dir die Welt ansehen? Hat er mit dir auch schon darüber gesprochen? Nein, wieso? Weil er es genauso gesagt hat. Wortwörtlich. Ja, aber das ist doch toll, Mama. Das ist doch wunderbar. Wie? Er hat dich bestochen. Ihr habt so viel geschuftet. Jetzt ist es Zeit, euer Leben zu genießen. Aber das geht doch auch hier. Hier wart ihr doch schon immer. Jetzt könnt ihr mal was Neues machen. Ich kann das gar nicht glauben. Mama, hat er das wirklich gesagt? Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Dass Papa noch mal so aufblüht auf seine alten Tage. Sag mal, hast du auch von dem Cognac getrunken? Zufrieden? Wunschlos glücklich. Was ist los? Lachst du mich aus? Im Gegenteil, du hast dich überhaupt nicht verändert. Du Schmeichler. Nein. Deine Augen leuchten immer noch so und das Haar ist noch genauso wirr wie damals. Was? Ist ja furchtbar. Muss ich mich gleich frisieren. Nein, nein, das brauchst du nicht. Du musst jetzt erst einmal mit mir anstoßen. Und worauf sollen wir anstoßen? Mach einen Vorschlag. Auf den Augenblick? Auf den Augenblick. Nicht korrigieren, du hast dich doch verändert. Ah ja, wieso? Früher hättest du dir den Mund mit der Hand abgewischt. Da bin ich aber froh, dass du diese Veränderung bemerkt hast. Man soll es nicht glauben, wir sind wirklich die letzten Gäste. Das waren wir doch immer. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Diese Frage hast du früher nie gestellt. Entschuldige, ich dachte, du wolltest noch zum Flughafen. Nein, ich flieg morgen früh. Tut mir leid, dass ich dich aufgehalten habe. Wirklich? Schade. Es war ein schöner Abend. Ich habe mich so wohl gefühlt wie schon lange nicht mehr. Ich mich auch. Was ist? Komm, ich fahre dich nach Hause. Ich würde lieber in einem Hotel übernachten. Ich müsste zu Hause viel zu viele Fragen beantworten. Dann bringe ich dich ins Hotel. Danke. Darf ich dich morgen zum Flughafen bringen? Ich bin immer noch Frühaufsteher. Michael, ich glaube, es ist besser, ich nehme ein Taxi. Ja, also dann... Sag nichts. Nimm mich lieber noch einmal in den Arm. Bitte. Henrik! Henrik! Morgen, Helene.
Guten Morgen. Hast du Henrik gesehen? Nein. Na, vielleicht ist er draußen. Henrik! Henrik! Bleib du bitte hier, ich bin gleich wieder da. Thomas, ist was passiert? Darf ich mich zu dir setzen? Ja, natürlich, komm. Also jetzt sag schon, was ist passiert? Fragst du mich? Ja. Ich kenne da eine wunderbare Frau, die eigentlich mit mir nach Amerika ziehen wollte. Und seit ein paar Tagen ihre Familie wiederentdeckt hat. Ja, entschuldige bitte, aber ich... Was hat das Ganze zu bedeuten? Ich verstehe dich einfach nicht. Ich... Wir sind jetzt 2 Jahre zusammen. Du hast deine Familie kaum erwähnt. Und plötzlich gibt's nichts Wichtigeres für dich, als hier zu sein. Der 75. deines Vaters war vorgestern. Gib mir einen einzigen Grund, warum du nicht zurückkommst. Thomas, ich kann dir das hier erklären. Was hindert dich dran? Unser Flieger nach München geht in 2 Stunden. Kommst du mit? Natürlich. Henrik! Henrik! Henrik, hörst du mich? Stimmt so. Anna! Gut, dass du noch da bist. Du bist ja ganz blass. Was ist passiert? Michael hat mich gerade angerufen. Er hat Papa bewusstlos auf seinem neuen Grundstück gefunden. Was ist passiert? Wahrscheinlich hat er sich nicht wohlgefühlt letzte Nacht und wollte noch mal Luft schnappen. Nun, wo ist er jetzt? Sie bringen ihn gerade in die Klinik. Der Notarzt meinte, es sieht nach einem Herzinfarkt aus. Hallo. Kommst du? Wir fahren gerade zu ihm. Thomas, kommst du mit? Nee, fahr du mal. Ich warte hier auf dich. Danke. Ja, hallo Anna, hier ist Thomas. Ich hoffe, dass es deinem Vater wieder besser geht. Ich fahre jetzt schon mal los zum Flughafen, weil es jetzt wirklich knapp wird. Und ich glaube, ich kann dir hier nicht helfen jetzt. Vielleicht kannst du ja direkt hinkommen. Also wenn du es nicht mehr rechtzeitig schaffst, dann melde dich auf jeden Fall nochmal. Ich versuche dann deinen Flug noch umzubuchen, ja? Okay, bis dann. Ja. Wenn ich irgendwie helfen kann, dann lass es mich wissen. Christina, was willst du hier? Bitte, Christina. Wer gibt dir das Recht, hier zu sein? Aber wenn du nicht wärst, wäre sie heute noch bei uns. Anna! Was ist denn, Anna? Wer war diese Frau? Und von wem hat sie gesprochen? Neil, bitte lass uns fahren. Ja, aber... Ich möchte hier weg. Ich möchte hier... Lass mich nicht im Stich, Henrik. Werd wieder gesund. Bitte. Wenn du willst, gehen wir auch weg. Von mir aus auf eine Insel. Als Adam und Eva. Entschuldigung.
Lassen Sie mich in Ruhe. Es tut mir leid, das kann ich nicht. Ich muss mit Ihnen über Anna reden. Sie hat nicht das Recht, hier zu sein. Und wer gibt Ihnen das Recht, sowas zu sagen? Sie hat das Leben meiner Tochter auf dem Gewissen. Das ist ein furchtbarer Vorwurf. Haben Sie jemals mit Anna darüber gesprochen? Vor fast genau 20 Jahren wollten Anna und ich heiraten. Sie ist damals 5 Tage vor unserer Hochzeit verschwunden. Ich habe den Grund bis heute nicht erfahren. Ihre Tochter starb kurz bevor Anna mich verlassen hat. Bitte helfen Sie mir, den Zusammenhang zu verstehen. Laura und Anna waren beste Freundinnen. Eines Tages haben sie sich zusammen ein Boot gekauft. Ich wusste, dass Laura keine gute Schwimmerin war und habe mir von Anna versprechen lassen, dass die beiden nur zu zweit hinausfahren. Aber Laura war in der Nacht ihres Todes allein draußen. Aber daraus kann man doch Anna keinen Vorwurf machen. Laura war an diesem Tag sehr erregt, ja geradezu außer sich. Ich habe sie nach dem Grund gefragt, aber sie ist mir ausgewichen. Stattdessen hat sie immer wieder bei Anna angerufen und um ein Treffen gebeten. Aber Anna hat Laura trotz ihrer großen Not im Stich gelassen. Das hat sie ganz sicher nicht. Laura hat an diesem Tag nicht ein einziges Mal bei Anna angerufen. Woher wollen Sie denn das wissen? Weil ich den ganzen Tag bei Anna war. Ich muss dich unbedingt sprechen. Michael, willst du gar nicht wieder nach Hamburg? Ich konnte noch nicht abreisen. Was gibt es denn so Wichtiges? Es geht um Anna und um die Vorwürfe der Christina Dahl. Bitte, Ingmar, ich brauche deine Hilfe. Sie hat mir erzählt, dass sich Laura in den letzten Wochen vor ihrem Tod mehrmals hilfesuchend an Pfarrer Björn gewendet hat. Ein Vorgänger? Ja. Warum sprichst du nicht selbst mit ihm? Ja, wie denn? Er ist doch irgendwo im Ausland. Nein, er ist seit letztem Jahr wieder hier. Er leitet die Gemeinde in Wahnsinn. Anna, du hast ja gar nichts gegessen. Ach, tut mir leid, Wenke, nimm's nicht persönlich. Ja, soll ich dir was anderes machen? Nein, ich habe im Moment keinen Appetit, danke. Es geht eurem Vater bestimmt bald wieder besser. Er hat sich bisher immer schnell wieder erholt. Übrigens, ich find's schön, dass du wieder hier bist. Du hast mir all die Jahre gefehlt. Danke, Wenke. Hallo? Hallo, Anna. Ja, hallo, Thomas. Wo bist du? Ich bin immer noch zu Hause. Und, wann kommst du? Ich weiß es nicht. Es geht meinem Vater sehr schlecht. Es tut mir leid. Aber du weißt, dass wir unter Zeitdruck stehen. Ja. Du müsstest eigentlich so bald wie möglich herkommen. Soll ich deinen Flug in die USA stornieren lassen? Bist du noch dran? Was? Ja. Ja, entschuldige bitte. Aber du bist mit deinen Gedanken woanders, stimmt? Ja, verzeih. Ich rufe dich einfach später nochmal an. Ja, danke, Thomas. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut an Laura. Ihre Mutter hat mir gesagt, dass sie in den letzten Tagen vor ihrem Tod häufig bei Ihnen war. Das ist richtig. Warum? Sie wissen, dass ich der Schweigepflicht unterliege? Ja, natürlich. Aber jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Es geht um Anna Bergesen. Es geht um das Schicksal eines Menschen. Dem Sie offenbar sehr zugetan sind. Das ist richtig, ja. Ich möchte Ihnen gerne helfen, aber Sie müssen mir versprechen, behutsam mit meinen Informationen umzugehen. Ich würde meine Hand für ihn ins Feuer legen. Danke. Dein Vater möchte dich sprechen. Er ist wach? Ja. Inga. Komm, setz dich zu mir. Inga, ich war dir doch immer ein guter Vater, oder? Ja, immer.
Dann sei du mir heute eine gute Tochter, ja? Natürlich, was kann ich tun? Überzeug deine Mutter, dass sie nach Hause geht und sich schlafen legt. Sie sieht müde und überanstrengt aus. Ja. Ach, und Inga, beschwer dich bitte bei der Stationsschwester. Ich bin jetzt schon so lange hier. Glaubst du, die hätten mir einmal was Vernünftiges zum Essen hingestellt? Ich glaube, es geht ihm besser. Ich bin froh, dass wir alle so schnell zusammenkommen konnten. Es geht um den Tod von Laura Dahl, die vor 20 Jahren auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Die heute noch leben könnte, wenn ihre beste Freundin sie nicht im Stich gelassen hätte. Christina, ich habe doch nicht gewusst, dass... Was wusstest du nicht? Dass sie in Not war? Dass sie dich brauchte? Bitte, lasst uns keine Vorwürfe gegeneinander erheben, sondern den Tatsachen ins Auge sehen. Die Wahrheit steht in diesem Brief, den uns Pfarrer Björn heute gegeben hat. Ist das Lauras Handschrift? Ja. Dieser Brief ist ein Abschiedsbrief, in dem Laura ihren Freitod ankündigt. Oh Gott. Laura hatte im letzten halben Jahr eine Beziehung zu einem verheirateten Mann. Dieser Mann versprach Laura, mit ihr ein neues Leben zu beginnen, aber er hielt sein Wort nicht. Am Tag vor ihrem Tod brach er mit Laura und hat sie damit so verletzt, so gekränkt, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sah. Wer ist dieser Mann? Er ist bereits vor 12 Jahren gestorben und auf seinem Sterbebett hat der Pfarrer Björn diesen Brief gegeben. Er hat sich anscheinend große Vorwürfe gemacht, weil Laura ihn an jenem Tag mehrmals versucht hat anzurufen. Er aber nicht ans Telefon gegangen ist. Ja, aber dann hat Laura gar nicht mich angerufen? Nein. Als ich damals die schreckliche Nachricht erhielt, bin ich sofort zu ihrer Mutter gefahren. Sie war völlig außer sich und sie hat mir die Schuld an Lauras Tod gegeben. Und du hast ihr geglaubt? Ja, ich wusste ja nicht, was wirklich passiert war, was in Laura vorging. Sie war so verschlossen die letzten Monate. Und warum bist du weggelaufen? Ich habe wirklich geglaubt, ich wäre schuld an ihrem Tod. Du und ich, wir sind den ganzen Tag zusammen gewesen und Laura war in Not und ich war für sie nicht erreichbar. Michael, verstehst du das? Ich war so verzweifelt. Wie hätte ich dich da heiraten können? Wirst du jetzt abreisen? Ich weiß es nicht. Willst du morgen mit mir auf unsere Insel fahren? Willst du das wirklich? Was ist denn los? Warum meldest du dich denn überhaupt nicht? Du, entschuldige, aber... Karin und Achim sind gerade da gewesen. Du hattest vergessen, ihnen abzusagen. Ach, das tut mir leid, ja. Was ist denn los mit dir? Ich muss unbedingt mit dir reden, Ulrike. Worüber? Du, entschuldige, aber ich... Ich möchte das eigentlich ganz gern mit dir persönlich besprechen, nicht am Telefon. Wie du meinst. Ich melde mich dann bei dir. Wann? Bald, ganz bestimmt. Gute Nacht, Ulrike. Gute Nacht, Michael. Weißt du noch, wie wir mal mit Inga auf die Insel gefahren sind? Meinst du, dass wir uns gerade kennengelernt haben? Ich wollte unbedingt mit dir alleine sein und in letzter Minute tauchte dann deine kleine Schwester auf. Soll ich dir geheimnisvoll verraten? Das war meine Idee.
Du hast dafür gesorgt, dass sie mit an Bord kam? Und warum? Du warst schon ganz schön stürmisch damals und wir hatten uns doch gerade erst kennengelernt. Siehst du, genau so stelle ich mir das Paradies vor. Wenn man auch immer hier bleiben könnte und alles andere vergessen. Entschuldige, ich rede so viel Blödsinn. Ich finde das gar nicht so abwegig. Ich habe mich oft gefragt, warum ich das nicht mache. Und was hat dich daran gehindert? Ich weiß nicht, ob ich mich nach allem hier so sehnen würde, wenn es dich nicht gäbe. Vielleicht ist es hier nur deshalb so schön, weil mich alles an dich erinnert. Jedes Sandkorn, jeder Grashalm, jeder Wassertropfen. Damals war ich mir ganz sicher, dass wir zusammengehören. Ja, ich auch. Und ich habe das Gefühl nie ganz verloren. Entschuldige. Es ist Inga. Ach, schon wieder Inga. Sie schreibt, Papa möchte, dass wir zu ihm kommen, und zwar so schnell wie möglich. Dein Vater darf man nicht warten lassen. Keine falschen Komplimente. Ich sehe schrecklich aus und ich weiß es. Wie ich sehe, geht es dir schon wieder besser, Papa. Es würde mir noch viel, viel besser gehen, wenn Sie nicht dauernd versuchen würden, mich mit irgendwelchen Gesundheitstees zu vergiften. Aber du siehst gut aus. Es geht mir auch gut, Papa. Es ist so schön, dass du hier bist. Aber tu mir trotzdem einen Gefallen und lass mich einen Augenblick mit Michael allein. Ja, mach. Michael, ich habe keine guten Neuigkeiten. Ich glaube, ich muss die Pläne mit der Klinik erstmal auf Eis legen. Deine Gesundheit wird dir das danken. Du redest ja schon wie die Quacksalber hier. Aber nein, ich weiß, ihr habt recht. Ich muss einfach ein bisschen kürzer treten. Aber ich mache dir ein Angebot, das du unmöglich ablehnen kannst. Du brauchst mir kein Angebot zu machen, weil ich mir die Sache schon selbst überlegt habe. Gib mir nur ein bisschen Zeit. Ich muss zuerst noch meine Praxis in Hamburg auflösen. Du willst meine Praxis hier übernehmen? Mein Gott, du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für eine Freude für mich ist. Aber da ist noch was, was ich mit dir besprechen muss. Weißt du, was ich denke? Ich denke, dass du der Grund bist, dass Anna immer noch hier ist. Ich glaube, sie liebt dich. Ja, ein Vater merkt sowas. Glaub mir. Ja? Hallo, Thomas. Hallo, Anna. Wo steckst du? Du, ich bin immer noch in Farsum. Das habe ich mir fast gedacht. Thomas, ich muss dir was erklären. Du kommst nicht mit nach Amerika. Nein. Es tut mir leid. Das ist so unfair, dir das am Telefon zu sagen. Du hast jemand anders kennengelernt. Nein. Was denn? Ich habe jemanden nach 20 Jahren wieder getroffen und gemerkt, dass meine Gefühle zu ihm noch immer so stark sind wie damals. Da kann ich mit meinen lächerlichen 2 Jahren natürlich nicht mithalten. Thomas, ich möchte nur, dass du weißt, dass ich nicht hierher gekommen bin, um ihn wiederzutreffen. Das hat sich einfach so ergeben. Aha. Ich werde dir alles erklären, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich möchte nur, dass du die Wahrheit weißt. Okay. Thomas. Ich wollte dir nie wehtun. Irgendwie habe ich gewusst, dass es so kommt. Ich wünsche dir alles Gute, Anna. Ja, ich dir auch. Leb wohl. Ich habe Nägel mit Köpfen gemacht und deinem Vater gesagt, dass ich seine Praxis übernehmen werde. Du hast ihm fest zugesagt? Ja. Ich werde in Hamburg so bald wie möglich alles auflösen und dann... Was ist... Oh je.
Mein Name ist Schwarz, Ulrike Schwarz. Inga Bergesen. Ich wollte gerne zu Herrn Dr. Schäfer. Ich glaube, er ist bei Ihnen zu Besuch. Ja? Dann bin ich ja hier richtig. Wollen Sie sich setzen? Gern. Einen Kaffee? Ja, bitte. Strafzettel rahmen wir ein und hängen ihn. Jetzt wartet sie mal der Praxis. Hm? Er wird uns immer an diesen Tag erinnern. Ach, Michael, ich bin so glücklich. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Vielleicht versuchst du es erstmal mit mir. Ja. Hallo, Michael. Du bist ja immer noch da. Und weißt du was? Bald werde ich für immer hier sein. Echt? Ja, Hector hat sich ja schon wieder prächtig erholt. Weißt du was, denn sehen wir uns jetzt noch mal genauer an. Ja, ach, das ist mein Freund Sven, Ole, Erik und das ist Anna. Hallo. Hallo. Hat sie dann auch nur einen Namen? Ja gut, dann komme ich am Freitag nach Oslo und sehe mir die Räume an. Ja, vielen Dank, bis dann. Kann ich Ihnen noch etwas anbieten? Nein, danke. Hallo, Michael. Hallo, Ulrike. Darf ich vorstellen, das ist... Frau Bergesen und ich kennen uns bereits. Nur wir beide kennen uns noch nicht. Anna Bergesen. Ulrike Schwarz. Guten Tag. Guten Tag. Ulrike, ich glaube, es ist am besten, wenn wir beide uns erst einmal alleine unterhalten, ja? Das halte ich für eine sehr gute Idee. Entschuldigt uns bitte, ja? Du weißt, es ist nicht meine Art, dir hinterherzureisen. Aber ich konnte die Ungewissheit nicht länger ertragen. Ulrike, es ist ein gutes Recht, dir Klarheit zu verschaffen. Warum sorgst du nicht für Klarheit? Ich wollte ja, aber... Aber was? Mein Leben hat sich total auf den Kopf gestellt. Als ich Hamburg verließ, hatte ich keine Ahnung, was hier auf mich wartet. Du meinst, wer hier auf dich wartet? Nein, Anna hat nicht auf dich gewartet. Sie ist wegen ihres Vaters gekommen. Sie hatte keine Ahnung, dass sie mich hier treffen würde. Und was willst du tun, um dein Leben wieder ins Lot zu bringen? Ich werde meine Praxis in Hamburg auflösen und Hendriks Praxis übernehmen. Und was wird aus uns? Komm zur Besinnung, Michael. Lass uns nach Hause fahren und in aller Ruhe über alles reden, bitte. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Wie kannst du eine Entscheidung treffen, wenn du so aus der Bahn geworfen bist? Ich bitte dich, Michael, komm mit. Du musst von alledem hier erstmal Abstand gewinnen. Bitte. Anna. Im Grunde wusste ich es schon lange. Du warst mit deinem Herzen immer hier. Es tut mir leid, ja. Du hast übrigens recht. Es ist wunderschön hier. Vielleicht passen wir beide einfach nicht zusammen. Das werde ich wohl akzeptieren müssen. Soll ich dir ein Taxi rufen? Nein, danke. Ich möchte lieber noch ein bisschen allein sein, bevor ich wieder fahre. Wenn du nach Hamburg kommst, um deine Praxis aufzulösen, können wir ja noch mal ein Glas Wein zusammen trinken. Ganz sicher. Und danke, Ulrike. Helene? Ja? Als ich dir damals den Heiratsantrag gemacht habe, was hast du da gedacht?
Was soll ich gedacht haben? Du hattest die Blumen nicht aus dem Papier ausgewickelt. Und du hast so genuschelt, dass ich kaum was verstehen konnte. Das meine ich nicht. Was denn? Hast du dir unser Leben so vorgestellt, wie es geworden ist? Ich bin doch keine Hellseherin. Ich habe gehofft, dass es schön wird. Und findest du, dass es schön ist? Was du für Fragen stellst. Oder denkst du manchmal, dass du lieber ein anderes Leben gehabt hättest? Höchste Zeit, dass du nach Hause kommst. Du grübelst zu viel. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Gut. Dann sage ich es dir jetzt. Wenn mein Leben einmal zu Ende ist und er da oben mich fragt, ob ich noch einmal geboren werden möchte, dann sage ich ihm, nur unter einer Bedingung, nur mit euch dreien. Mit Anna, Inga und mit dir. So, und jetzt gib endlich Ruhe. Ach, da freue ich mich, wenn du mitkommst. Ja, dann siehst du die Räume auch gleich mal. Gut, ja, bis dann. Tschüss. Inga, hast du deine Schwester gesehen? Ja, sie ist zum Boot gegangen. Sie war ziemlich durcheinander, weil du so lange weg warst. Anna, bitte lauf doch nicht weg. Was willst du? Es tut mir so leid, dass du liebst diese andere Frau immer noch. Nein. Anna, bitte glaub mir doch. Aber ich kann doch jemanden, mit dem ich Jahre meines Lebens verbracht habe, nicht einfach wegschicken. Bitte, Anna. Ich habe auf diesen Moment 20 Jahre gewartet. Es gibt für mich nur noch eine Frau auf der Welt. Und das bist du. Du bist frei? Ja. Papa wird Augen machen. Wahrscheinlich wird er erst mal brummen, was das alles soll. Um später dann am ausgiebigsten zu feiern. Na, Mama wird ihn schon bremsen. Ach. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Christina. Vielen Dank für die Einladung. Oh, danke. Vielleicht besuchst du mich mal. Ich würde mich freuen. Mach ich. Bestimmt, sehr gerne. Komm doch bitte. Schön, dass ihr wieder da seid. So, Michael. Und die sind für dich. Na, du wolltest doch immer Urpferde züchten. Und jeder fängt mal klein an. Danke, Henrik. Nein. Komm, Selene, die Gäste warten. Na, ich hab's doch immer gesagt.
Anna und Michael passen zusammen. Weißt du was, Henrik? Diesmal gebe ich dir recht. Ausnahmsweise. Michael, ich bin so glücklich. Ich hoffe, dass das nie so geht. Warum sollte es denn? Wir haben doch die besten Voraussetzungen. Wir haben uns, wir haben deine wunderbare Familie und wir haben dieses herrliche Land.